Heute geht es in meiner Heilpflanzenreihe mal wieder hier aus diesem Ambiente hier um Jakon. Wahrscheinlich wird das kürzeste Video aus meiner Heilpflanzenreihe bisher überhaupt, denn allzu viel gibt es nicht zu sagen, aber ich wollte trotzdem mal darüber sprechen. Warum und wieso ich das Video mache, erfahrt ihr nach dem Vorspann. Und damit willkommen zur neuen Folge aus meiner Heilpflanzenreihe. Bevor wir genau ins Video einsteigen, lese ich euch mal meinen obligatorischen Einleitungstext vor. Warum mache ich diese Videoreihe überhaupt? Ich bin nämlich der Meinung, dass in der Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch die Bedeutung von Heilkräutern wieder wichtiger wird, weil die Nutzung von Heilkräutern Teil eines nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstils sein kann. Zudem ist durch eine Vielzahl an Skandalen das Vertrauen in die klassische Medizin, die vielfach nur noch auf synthetische Stoffe schwört, stark gebrochen, sodass es wieder wichtiger wird, zu wissen, was man mit Heilkräutern und gesunder Ernährung alles Gutes bewirken kann. Und genau das soll Ziel dieser Reihe auf meinem Kanal sein. Und jeden Samstag um 8 Uhr erscheinen auf meinem Kanal neue Videos aus dieser Heilpflanzenreihe, sowie auch diesen Samstag, und am Ende des Videos befindet sich auch immer eine Playlist mit allen Videos, die in der Reihe bereits erschienen sind. Warum mache ich das Video heute überhaupt? Ich mache das Video vor allem deshalb, weil ich mich vor nicht allzu langer Zeit mal mit Jakon beschäftigt habe, als ich mein Video zum Thema Ahornsirup gemacht habe. Das entsprechende Video verlinke ich euch mal kurz in den Infokarten. Seitdem gucke ich immer mal wieder, ob man irgendwo Jakon trifft, aber das habe ich leider nicht. Dabei ist das eine ganz besondere Pflanze und vielleicht kann mir der ein oder andere dabei helfen, irgendwo auf Jakon zu treffen. Bei Jakon handelt es sich nämlich um eine Pflanze aus Südamerika und es wird vor allem aus der Knolle eben sogenanntes Jakon-Pulver oder eben auch Jakon-Sirup hergestellt. Dieser kann ähnlich wie Ahornsirup verwendet werden und ist auch ähnlich gesund im Vergleich zu vielen anderen Zuckern. Jakon selber ist aber tatsächlich sogar mit der Sonnenblume verwandt und sieht aus wie eine Süßkartoffel. Wenn man Jakon probiert, zumindest stand das im Internet so, dann schmeckt es wie ein Mix aus Birne, Apfel, Melone und Mango. Also ein sehr schöner, leckerer Geschmack. Deshalb würde ich es unbedingt gerne mal probieren. Leider war Jakon aber lange in der EU verboten. Erst seit 2015 ist es zugelassen. Denn viele neuartige Früchte, die sich hier noch nicht etabliert haben, brauchen oft ihre Zeit und müssen langwierig zugelassen werden, weil man damit irgendwie vermeiden will, dass Leute dann irgendwie Krankheiten durch die Frucht bekommen. Das Besondere bei Jakon ist jetzt, wie gesagt, dass es Fructooligosaccharide enthält. Das sind Inhaltsstoffe aus Fructose und Sacchariden, die zwar satt machen, aber nicht fett. Denn sie enthalten weniger Zucker und das ist dann letztlich auch gut für den Blutzucker. Und das finde ich irgendwie interessant, denn dann hat es ja ähnlich wie Ahornsirup, vielleicht sogar besser, eine positive Wirkung, wenn man das sich dafür ins Müsli macht. Es schmeckt zwar schön süß, ist aber halt nicht ganz so krass wie normaler Zucker. Zudem wirkt Jakon präbiotisch und damit sanierend für die Darmflora. Präbiotisch bedeutet, dass es die Bakterien im Darm nährt und die sich dadurch besser vermehren können und das ist gesund, gerade auch in Verbindung dann mit Skier oder griechischem Joghurt, hat das natürlich dann einen sehr guten Effekt auf die Gesundheit der Darmflora. Zudem schützt es natürlich auch vor Diabetes, denn durch den geringeren Zuckergehalt als in vielen anderen Süßstoffen verhindert man natürlich, dass man einen zu hohen Blutzuckerspiegel bekommt und dann am Ende Diabetes. Außerdem hilft es dem Körper auch bei der Kalziumerzeugung. Ein großes Problem von Jakon ist aber, dass es leider nicht lagerfähig ist und dadurch halt nur in Form von Sirup oder Pulver sich längere Zeit hält. Wenn jetzt also jemand von euch weiß, wie man gut Jakon bekommt, denn ich habe es bewusst zumindest weder im Reformhaus
noch im DM bisher wahrgenommen, dann darf er das gerne in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt natürlich auch Fragen zum Thema in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch ein Abo, wenn ihr kein weiteres Video aus dieser Reihe verpassen wollt. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht ist das Video doch etwas länger wie mein Video über Moos, was glaube ich besser das kürzeste aus der Reihe war. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Ciao!